glaube, die Lösung kann nicht sein, den Kram einfach so online zu stellen. Natürlich, wenn ich kommentiere, muss ich dafür mit meinem Namen einstehen. Und ich muss eine überprüfbare E-Mail-Adresse angeben. Ich kann dann immer noch faken, ich kann immer noch irgendwie anonym @yahoo.de mir eine E-Mail-Adresse anschaffen. Aber es ist zumindest eine Hemmschwelle mehr, was eigentlich technisch sehr leicht ist. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht gemacht wird.